An der Schwelle zum Mittelalter geht Europa zunächst getrennte Wege. Im Osten herrschen die Kaiser von Byzanz über ein glanzvolles Reich. Im Westen übernehmen Germanen die Macht und entwickeln das römische Erbe weiter. Missionare bringen den Europäern den christlichen Glauben. Er verbindet die unterschiedlichen Kulturen und Völker auf dem Kontinent. Aus dem Kosmos der Antike entsteht die Welt des Abendlandes. Sempre Roma, ewiges Rom, so nennen die Römer stolz ihre Stadt. 700 Jahre lang haben sie in Europa den Ton angegeben. Doch bedeutet das Erbe Roms heute noch etwas für uns? Oder ist es nur Staffage für Touristen? Das Imperium hat uns mehr hinterlassen als nur prächtige Ruinen. Viel mehr. Rom im 5. Jahrhundert. Das Reich ist geschwächt durch innere Krisen, Bürgerkriege und die viel zitierte spätrömische Dekadenz. Die römische Elite berauscht sich am Luxus. Kein Staatsmann, kein Kriegsherr, ein Kindkaiser sitzt auf dem Thron. Man nennt ihn spöttisch Augustulus, Augustelchen. Denn längst ziehen andere die Fäden. Wie der germanische Offizier Odoaker. Er wird zum Totengräber des Reichs. Odoaker dient wie viele Germanen in Roms Armee. Die Römer lassen andere für sich kämpfen und das rächt sich jetzt. Die Söldner reißen die Macht an sich in nur einer Nacht. Damit werden die Weichen für Europa neu gestellt. Von nun an ist nicht mehr Rom der Big Player in Europa, es sind Barbaren. So nennen die Römer abfällig die germanischen Völker. Wer sind diese Germanen? Woher kommen sie? Im 4. Jahrhundert fallen sie ins römische Imperium ein. Die Stämme der Goten, Alemannen, Franken und wie sie alle heißen, überqueren zu Tausenden Rhein und Donau. Denn die Hunnen, ein Reitervolk aus dem Osten, dringen mordend und brandschatzend bis in die Mitte Europas vor und lösen eine Massenflucht aus. Ein römischer Offizier berichtet. Wir gaben den Versuch, die Barbarenstämme zu zählen, bald als vergeblich auf. Diese germanischen Migranten sind die Vorfahren von vielen Europäern. Gehört Migration zu unserer Geschichte? Heute sind Millionen Menschen auf der Flucht nach Europa. Als Verzweifelte, nicht als Eroberer. Hinter ihnen liegen Krieg, Elend und politisches Chaos. Und Europa schottet sich ab, wird zur Festung. Da haben wir den Salat, eine neue Völkerwanderung. Oui, bon, sauf qu'à l'époque, les Germains n'ont pas vraiment demandé l'asile à Rome, à moins que... Die Römer hätten ihnen eh kein Asyl gegeben. Bah, de toute façon, ils l'auraient pas demandé. Ist schon interessant, heute wollen alle nach Europa, so wie damals alle nach Rom wollten. Bah, en même temps, c'est normal. Si déjà tu dois fuir de quelque part pour sauver ta peau, autant trouver un endroit où tu peux vivre confortablement en toute sécurité. Außerdem, die Nachkommen dieser Barbarenstämme haben Rom im Mittelalter wieder ganz schön aufpoliert. Daraus wurde dann ja das Heilige Römische Reich. Avec une foi, une écriture et un droit, à la fin, c'est tout l'héritage culturel de l'Europe qui en est sorti. Vielleicht sollten wir da mal wieder drüber nachdenken, in unserer maroden Europäischen Union. Bah oui, ça fait réfléchir. Das Weströmische Reich ist Geschichte. Doch was ist geblieben? Die Barbaren pflegen das römische Vermächtnis. Es lebt in Europa weiter. Bis heute. Das weit verzweigte Straßennetz oder die vielen Städte römischen Ursprungs. Und auch die Massenspektakel in den Arenen, in denen die Gladiatoren unserer Tage für Unterhaltung sorgen. Der Völkerwanderung verdanken wir die vielleicht schönste Flüchtlingssiedlung der Welt. Venedig.
Aus Angst vor den Barbaren suchen römische Adlige Schutz in den Sümpfen der Adria und errichteten auf abertausenden Pfählen die weltberühmte Lagunenstadt. Die Einheit Europas zerbricht. Neue Grenzen werden oft mit Gewalt gezogen. Viele kleine Königreiche entstehen. Durch die Völkerwanderung bildet sich der typische kleinteilige Charakter Europas. Die germanischen Völker werden die späteren Nationen bilden. Die Franken bleiben im heutigen Frankreich, die Angeln und Sachsen in England und die Goten in Spanien und Italien. Aber im Osten überlebt ein Teil des römischen Imperiums. Die oströmischen Kaiser in Konstantinopel werden zu den Nachlassverwaltern des römischen Erbes. Und Augustulus? Der Kaiser Westroms wird gestürzt. Aber er darf ins Exil nach Neapel, inklusive Luxusvilla. Von wegen grausame Barbaren. Der Germane Odoaker erhebt sich zum König Italiens. Den kaiserlichen Purpurmantel lässt er nach Konstantinopel bringen. Von nun an entwickeln sich Ost- und Westeuropa auseinander. Das ist bis heute spürbar. Der gesamte Westteil des Römischen Reiches geht im Zuge der später sogenannten Völkerwanderung recht schnell unter. Im Gegensatz zum Ostteil. In diesem Moment beginnt die Teilung des lateinisch geprägten Westens und des griechisch geprägten Ostens Europas. Eine Zäsur, die sich in den folgenden Jahrhunderten vertiefen wird und die meiner Meinung nach die bis heute tiefgreifendste Teilung in der Geschichte Europas darstellt. Das Römische Reich lebt ausgerechnet dort weiter, wo Europa heute aufhört. In Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. An der Nahtstelle zwischen Asien und Europa kommen damals neue Einflüsse hinzu. Hier prallen die Kulturen aus Orient und Okzident nicht nur aufeinander, sie bereichern sich gegenseitig. Istanbul ist heute islamisch geprägt. Aber 1000 Jahre liegt hier das östliche Zentrum der Christenheit. Griechische Kultur, römische Staatskunst und der christliche Glaube verschmelzen hier zu einer einzigartigen Kultur, der byzantinischen. Es ist Europas Erbe im Osten. Auch einer der ersten Väter unseres modernen Europas kommt aus Byzanz, Kaiser Justinian. Kein Adliger, sondern der Sohn eines Bauern. Im 6. Jahrhundert scheint es noch soziale Aufstiegschancen im Gefüge der Macht zu geben. Auch die Kaiserin Theodora stammt aus einfachen Verhältnissen. Dieses Dreamteam vom Bosporus wird das europäische Vermächtnis besonders prägen. Ganz Europa blickt mit Bewunderung nach Konstantinopel. Ungezählt sind die prächtigen Paläste, die Kirchen voller Goldschätze. Über Jahrhunderte setzt Byzanz Maßstäbe in Kunst und Wissenschaft und ist die Leitkultur auf dem Kontinent. Mit aller Macht wird das Reich gegen Eindringlinge geschützt. Ein ausgeklügeltes Befestigungssystem hält die Feinde aus dem Osten ab, die Perser, Hunnen oder Araber. Auf der Seeseite kommt die gefürchtete Geheimwaffe der Byzantiner zum Einsatz, das griechische Feuer. Das Napalm der Spätantike brennt sogar auf dem Wasser. Im Schutz des mächtigen Reichs können sich die Germanen in Westeuropa in aller Ruhe entfalten. Ohne das Bollwerk Byzanz würde es die europäische Ordnung, wie wir sie kennen, womöglich nicht geben. Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches ist Konstantinopel die großartige Metropole geblieben, die sie schon damals war und die wir noch heute bewundern können. Konstantinopel war die größte Stadt, die größte Festung. Und das bis zur Eroberung durch die Osmanen. Jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans. Auch wenn sich Konstantinopel von fremden Mächten abschottet, kulinarisch zeigt es sich weltoffen. Am Drehkreuz der großen Handelswege kommen die Europäer erstmals mit exotischen Gewürzen in Berührung. So wird die Stadt am Bosporus zur Wiege der europäischen Esskultur.
In der mediterranen Küche, vor allem der griechischen, wird das kulinarische Erbe liebevoll gepflegt. Auch Geschichte geht durch den Magen. Zimt, Kümmel und Koriander, gefüllte Weinblätter und Auberginen gehören zum kulinarischen Vermächtnis der Byzantiner. Ebenso wie Spinat oder Salat. Abgeleitet von Herba Salata, gewürzte Kräuter. Eine Fusion-Küche. Hier verbindet sich das Beste aus zwei Welten. Auch in Sachen Mode hat Byzanz die Nase vorn. Mit seiner Monopolstellung für die Purpurfärberei. Der Farbstoff wird aus dem Sekret einer Schnecke gewonnen. Nicht alles aus Byzanz ist appetitlich. Für nur 1 Gramm Purpur müssen 10.000 Schnecken ihr Leben lassen. Die köstliche, ins Dunkelrosenrote spielende Farbe wird in Gold aufgewogen. Seit Julius Cäsar ist Purpur die Farbe der Macht. Nur der Kaiser darf sich ganz in Purpur hüllen. Was Mode angeht, ist sich Europa in Ost und West einig. Auch die germanischen Herrscher hüllen sich in Purpur, vom Scheitel bis zur Sandale. Die Macht der Kaiser soll auf ihr Königtum abfärben. Der Farbkult lebt bis heute weiter, bei den Kardinälen im römischen Vatikan. Justinian gelingt es, die Mittelmeerwelt von den germanischen Stämmen zurückzuerobern. Südspanien, aber auch Italien und Nordafrika bringt er unter seine Herrschaft. Europa wächst nicht nur geografisch in Teilen wieder zusammen, erstmals entsteht auch ein einheitlicher Rechtsraum. Um den byzantinischen Commonwealth zu verwalten, lässt er das römische Recht vereinfachen und zusammenfassen. Sein Codex Justinianus wird später zum Fundament unserer modernen Gesetze. Selbst das europäische Rückgaberecht verdanken wir den Römern. Die Gesetzessammlung des Kaisers wird in Europa im Mittelalter wiederentdeckt, im italienischen Bologna. Um die Texte zu studieren, wird die älteste Universität Europas gegründet, die Gelehrte aus allen Teilen des Kontinents anzieht. Ein Meilenstein auf dem Weg zum modernen Europa. Denn bis heute sind die Europäer über gleiche Rechtsnormen miteinander verbunden. Die Verbreitung des justinianischen Rechts, die von der Schule Bolognas ausging, hat in ganz Europa eine einheitliche Matrix eingeführt. Ein Fundament, auf dem sich die nationalen Gesetze entwickelt haben. So hat sich eine gemeinsame europäische Identität gebildet, die kontinuierlich das Mittelalterliche mit dem modernen Europa der EU verbunden hat. Costante e continuo riconoscimento. Auch die Rolle der Frau in Byzanz mutet erstaunlich modern an. Die Kaiserin befehligt einen eigenen Hofstaat, verwaltet eigene Güter und mischt in der Regierung mit. So viel geballte Frauenpower weckt aber auch Neid und Hass. Im Palast werden pikante Gerüchte lanciert. Kaiserin Theodora habe in einem Bordell gestrippt, heißt es. Schamlos habe sie Justinian umgarnt. Die Pretty Woman aus Byzanz wird seine wichtigste Beraterin. Lieber würde er sich von Gott trennen, als von seiner Gemahlin, schwärmt der Kaiser. Hinter jedem starken Mann steht nun mal eine starke Frau. Bon, moi je dois dire qu'un empire dont les ficelles sont tirées par une ancienne stripteaseuse, je trouve ça assez progressif. Moi, je l'aime bien, cette Byzance. Naja, aber die wurde auch nur Kaiserin, weil Justinian einen Narren an ihr gefressen hatte. Von wegen Frauenquote in der Regierung oder so. Bah, des quotas de femmes, il faut surtout voir les résultats. Et c'est un fait que Théodora avait quelque chose à dire, sans oublier que Constantinople était l'une des métropoles les plus modernes en son temps.
Mit einer korrupten Bürokratie und einem größenwahnsinnigen dekadenten Kaiser. Wow, qui a tout de même construit quelques-uns des plus imposants monuments de l'Antiquité tardive. Pendant que côté ouest, les princes germaniques ont complètement laissé tomber l'héritage romain. Donc mieux vaut un peu de corruption pour une meilleure qualité de vie. Ich muss doch sehr bitten, ja. Von Friede, Freude, Eierkuchen konnte dort nicht die Rede sein. Am Ende musste Theodora ihrem Herrn Gemahl sogar richtig gehend den Arsch retten. Ah, tu vois, Le pouvoir aux femmes à Byzance. Girls power. Girls power. Yeah. Die Hagia Sophia war lange Zeit das größte Gotteshaus der Welt. Nach der Eroberung von Byzanz durch die Osmanen wurde sie eine Moschee. Heute ist sie ein Museum. Justinian setzt sich mit dem mächtigen Prachtbau ein Denkmal. Die riesige Kuppel gilt als ein Wunderwerk der Technik. Die Hagia Sophia ist Ausdruck einer neuen Staatsidee. Das christliche Imperium soll Spiegelbild des Reiches Gottes sein. Gott und Kaiser, Kirche und Staat, eine mächtige Allianz und ein Erfolgsrezept, das später Nachahmer in Westeuropa finden wird. Im Mittelalter wird die byzantinische Kirche zum bewunderten und oft kopierten Vorbild in Europa. Wie der Aachener Dom. Der Zentralbau mit mächtiger Kuppel soll den Machtanspruch Karls des Großen in Westeuropa untermauern. In der Renaissance will man das byzantinische Bauwerk noch übertreffen. Die Kathedrale von Florenz entsteht mit ihrer Superkuppel. Ausgerechnet die islamischen Baumeister machen die Mutter aller Kirchen zum Prototyp für ihre Moscheen. Islam und Christentum in trauter Harmonie. Ach, es könnte doch so schön sein. Der christliche Glaube aus Byzanz, die Orthodoxie, lebt heute in Griechenland und vielen slawischen Ländern weiter. Nach dem Fall von Byzanz erheben sich die Herrscher Russlands zu den Erben des östlichen Christenreichs und nennen sich Zaren, abgeleitet von Cäsar. Sie fühlen sich als Herrscher über alle orthodoxen Christen. An dieses Großmachtsdenken will Wladimir Putin wieder anknüpfen. Mit Schützenhilfe des russisch-orthodoxen Patriarchen. Während die enge Verbindung von Staat und Kirche im Westen suspekt ist, wird sie in Russland wieder gepflegt. Zurück ins 6. Jahrhundert. Wie sieht's in Westeuropa aus? Die germanischen Stämme herrschen jetzt hier. Sie gründen Königtümer und tun das, was sie immer getan haben. Sich gegenseitig bekämpfen. Ihre Minireiche blühen auf und zerfallen wieder. Da bleibt auch keine Zeit, die schönen Annehmlichkeiten aus römischer Hinterlassenschaft zu pflegen. Das Abendland liegt in Trümmern. Lieber ziehen sich die Barbaren in die Wälder zurück. Die meisten unserer Vorfahren sind Heiden. Unter freiem Himmel fühlen sie sich ihren Göttern Wodan, Dona oder Freya besonders nah. Bäume sind ihre Heiligtümer. Ob daher die Liebe der Deutschen zu ihrem Wald herrührt? Heute opfern wir keine Tiere mehr. Das Abendland ist christlich geprägt. Wie konnte sich der Glaube durchsetzen? Das religiöse Erbe der Römer lebt vor allem in den alten Bischofsstädten weiter. Die Kirche hält hier die alte Ordnung aufrecht, wie auf einer Insel mitten im Chaos der Völkerwanderung. Doch dann geschieht etwas in der Bischofsstadt Reims, das Europas weiteren Weg entscheidend verändern wird. Dort, wo heute die Kathedrale steht, lässt sich der erste germanische Herrscher im Jahr 498 taufen. König Chlodwig, vom Stamm der Merowinger. Der Germane gelobt dem Bischof von Reims, die Glaubenssaat unter die ferner wohnenden Stämme auszustreuen, frisch und ohne Scheu. Er kann 3000 Franken überzeugen, mit ihm den Glauben zu wechseln. Dieser Schritt gilt als die Geburtsstunde des Christentums in Westeuropa. Thank you.
Bei der Taufe spielt auch politisches Kalkül eine Rolle. Der Pakt mit der römischen Kirche sichert auch Chlodwigs Herrschaft. Das Christentum wird in Europa zum einenden Band. Auch zwischen Westen und Osten. Die Taufe Chlodwigs war insofern bedeutend, als hier zum ersten Mal ein bedeutender, und zwar der bedeutendste westeuropäische Herrscher, das katholische Christentum angenommen hat und damit die Variante des Christentums, die der Kaiser von Byzanz praktizierte, sodass durch die Taufe Chlodwigs eine westöstliche Gemeinschaft des christlichen Glaubens im Zeichen der römischen Religiosität gestiftet worden ist. Auch wenn Chlodwig als Saint Clovis in Frankreich zum beliebten Heiligen wurde, als Vorbild für Nächstenliebe taugt er nicht. Mit blutiger Gewalt eint er die germanischen Stämme zum neuen Großreich Europas. Also ich weiß nicht, irgendwas hat der da missverstanden beim Planschen im Taufbecken, der gute Chlodwig. Disons qu'en se portant sur les fonds baptismaux, Clovis... hat seine Hände nicht in Unschuld gebadet. Il s'en est lavé les mains. Bon, cela dit, il a quand même bien mérité l'Occident chrétien. Warum wird es eigentlich immer blutig, wenn sich Religion und Politik zusammentun? Nicht nur Kaiser, Könige und Bischöfe tragen das römische Erbe weiter, auch Mönche. Und ausgerechnet eine kleine, abgelegene Insel spielte bei der Christianisierung des Kontinents eine entscheidende Rolle. Irland. Die grüne Insel blieb von den Stürmen der Völkerwanderung verschont. Keltische Christen haben am westlichen Rand Europas Zuflucht gefunden und fern von fremden Einflüssen ihren Glauben bewahrt. Eine ganz eigene Mischung aus Naturglaube und Christentum. Klöster wie Clonmacnoise werden zu einem der wichtigsten Ausgangspunkte für die Christianisierung Europas. Im 5. Jahrhundert beginnt alles mit einem Mönch. Patrick, Sohn eines römischen Offiziers und einer Gallierin. Ein echter Europäer. Ein Christ mitten unter keltischen Heiden. Der Legende nach soll er auf dem Hill of Slane in der Osternacht ein Feuer entzündet haben. Ein Affront. Denn genau gegenüber, auf dem Hill of Tara, feiern die keltischen Druiden ein Fest, bei dem, man ahnt es, das Feuer ebenso eine wichtige Rolle spielt. Patricks lodernde Flammen hinterlassen einen großen Eindruck, zumal sie angeblich länger in den Himmel züngelten. Heute brennen vielerorts in Europa die Osterfeuer. Einmal im Jahr feiern die Iren ihren Nationalheiligen mit einer Riesenparty. Dann ist alles in knalliges Grün getaucht. Auf der grünen Insel und im Rest der Welt. Der St. Patrick's Day wird zum beliebten europäischen Exportartikel. Und überall prangt das Kleeblatt. Mit diesem einfachen Bild aus der Natur soll Patrick die Dreifaltigkeit erklärt haben. Na bitte, es geht doch auch ohne Gewalt. Patrick ist der erste von vielen irischen Missionaren. Um das Jahr 590 verlässt der Abt Columban Irland. Gemeinsam mit seinem Gefolge will er den europäischen Nachbarn auf dem Kontinent das Kreuz bringen. Der Krummstab, das Symbol der Pilger, wird zu ihrem Erkennungszeichen. Die Peregrinatio pro Christo, die Wanderschaft für Christus, gilt für die heimatverbundenen Iren als besonders schweres Opfer. Die irischen Wanderapostel verbreiten den Glauben von Frankreich bis nach Italien und Nordspanien und von Island bis zu den Färöerinseln. Bevor die Europäer versuchen, den Rest der Welt zu bekehren, werden sie erst einmal selbst missioniert. In den französischen Vogesen endet die Pilgerreise Columbans. In Luxeuil gründet er ein Kloster. Es wird zur Propagandazentrale der irischen Missionierung.
Unter Columban erhält das römisch-christliche Erbe eine neue, entscheidende Zutat: die Privatbeichte. Alle Christen sollen ihre Sünden bekennen und Buße tun. Vor Gott sind alle gleich. Auch Bischöfe und Könige müssen sich vor Gott rechtfertigen. Ein revolutionärer Gedanke, der in Europa erst viel später zum wirklichen Durchbruch gelangt. Columban und Gallus wandern weiter bis an den Bodensee. Auch hier hält das heidnische Abendland weiterhin hartnäckig an seinen Kulten fest. Aber die zugewanderten Mönche blitzen hier mit ihrer Mission erst einmal ab. Ausgerechnet das christliche Erbe, auf das sich viele Europäer heute gerne berufen, will damals niemand antreten. Da kann auch einem Mönch der Geduldsfaden reißen. Columban und Gallus sollen die Götzenbilder zerstört und im Bodensee versenkt haben. Derart ruppige Bekehrungsversuche sind damals nicht ungewöhnlich. Künftig hallt der Ruf der Glocke zum Gebet. Aber die heidnischen Europäer reagieren zunächst mit Verstimmung auf das schallende Glaubenszeugnis der Iren. Auf, ihr Heiden, zum christlichen Gottesdienst! Florité, wie c'est cool! Faites les oreilles! Écoute, c'est incroyable! Franchement, là, j'ai mal à la tête! Ja, gut, wie du willst, aber gottgefällig ist es nicht. Mais ça devait être étonnamment calme, l'Europe païenne. Et puis alors, dès qu'une religion n'a plus qu'un seul dieu, il faut toujours qu'elle fasse un boucan pas possible. Et Allahu Akbar! Selbstverständlich, Klappern gehört zum Geschäft. So eine neue Top-Religion, die braucht auch eine entsprechende PR-Kampagne, zum Beispiel Glocken. Einfach, effektiv, genial, hat sich durchgesetzt. Enfin, si tu veux mon avis, ils étaient drôlement pénibles, ces deux Irlandais, là. Je me demande vraiment comment est-ce qu'ils ont réussi à conquérir la moitié de l'Europe de l'Ouest. La plupart des païens se sont convertis juste pour avoir la paix. Et alors, dès que les petits moines guerriers partaient, tout le monde ressortait sa religion et ses dieux d'avant. Bist du fertig? Jawohl. Hatten die sich vielleicht so gedacht, die Heiden? Aber die Glocke war gekommen, um zu bleiben. Und für das Heidentum brachen schwere Zeiten an. Ça suffit la cloche, ça suffit la cloche. C'est quoi le mot magique? Ja und Amen. Brav. Europa hat sich an den heiligen Bim-Bam gewöhnt. Er gehört auch heute noch zum Sound of Europe. Mit den Klöstern erhält der Glaube hier eine neue Heimat. Wie in St. Gallen, das über dem Grab von Gallus errichtet wurde. Klöster wie St. Gallen werden auch zum Datenspeicher für das Wissen der Antike. Die Bibliothek ist die älteste noch existierende der Welt. Die Mönche horten seit dem Frühmittelalter abertausende Handschriften und Bücher, darunter auch die Werke antiker Autoren. Das Erbe Roms kann hier die Wirren der Völkerwanderung überstehen. Fast jedes Land in Europa hat seinen eigenen Apostel und Nationalheiligen. Der heilige Martin für Frankreich, Bonifatius für Deutschland, Method und Kyrill für Russland oder Willibrord für England. Sie alle verhelfen dem Christentum in ihren Ländern zum Durchbruch. Auf dem gesamten Kontinent werden Kirchen und Klöster zu Kristallisationspunkten der europäischen Zivilisation. Hier wird die christliche Tradition lebendig gehalten. Wie im Benediktinerkloster Maria Laach. Das Leben der Mönche folgt einem uralten Regelwerk aus dem 4. Jahrhundert. Ora et labora. Arbeit und Gebet sollen den Alltag bestimmen. Aber auch geistreiche Lektüre steht auf dem Plan.
Schon die mittelalterlichen Mönche lesen nicht nur religiöse Schriften, sondern auch griechische und römische Philosophen und Wissenschaftler. Die Mischung von Christentum und antiker Gelehrsamkeit hinterlässt tiefe Spuren im europäischen Kulturkreis. Sie prägt das westliche Denken bis heute. Klöster sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Geschichte des westlichen Christentums gewesen. Und zwar deshalb, weil sie Träger der Überlieferung aus der Antike gewesen sind, Zentren der Gelehrsamkeit. Die zweite wichtige Funktion, die man benennen kann, ist die Kolonisationstätigkeit der Mönche. Das ist von Anfang an der Fall gewesen, weil sich die Mönche in unbesiedelte oder wenig besiedelte Gebiete zurückgezogen haben, um ihre asketische Lebensform praktizieren zu können. Gebt den Mönchen einen wilden Wald und ihr werdet nicht nur schöne Kirchen, sondern auch menschliche Siedlungen dort errichtet sehen. Schreibt der Dichter Theodor Fontane. Wo die Mönche hinkommen, da machen sie die Erde urbar. So entsteht die bis heute typische europäische Kulturlandschaft mit ihren Wiesen, Äckern und Wäldern. Hinter den Klostermauern entwickeln Nonnen und Mönche das medizinische Wissen der Antike weiter. Sie studieren die Wirkung von Heilpflanzen, kultivieren sie in ihren Gärten. Fenchel oder Kümmel bei Magenbeschwerden. Hopfen als Schlafmittel und Johanniskraut zur Aufhellung des Gemüts. Die Kräuterbeete liefern die Rohstoffe für die Apotheke der Krankenhäuser. Daraus entwickelt sich die moderne Kräuterheilkunde, die heute in Europa wiederentdeckt wird. Jahrhundertelang übernehmen die Klöster die Versorgung von Kranken oder Schwangeren aus den umliegenden Dörfern. Sie schaffen die Grundlagen für eine Infrastruktur, die erst im 18. Jahrhundert von den Städten übernommen wird. Die Benediktinerin Hildegard von Bingen wird mit ihren Werken zur Pflanzenheilkunde weltberühmt. Sie entdeckt sogar die entzündungshemmende Wirkung von Arnika. Heute ein Allheilmittel in der Sportmedizin. Das Christentum wird zur Klammer, die die unterschiedlichen Kulturen in Europa zusammenhält. Doch im 8. Jahrhundert schickt sich ein Germane an, die fast schon vergessene imperiale Idee der Römer wieder beizumischen. Karl der Große. Schon zu Lebzeiten nennt man ihn Vater Europas. Der Franke legt den Grundstein für das mittelalterliche Abendland. Mit großen Ideen und mit dem Schwert. Er schickt seine Truppen in zahllose Schlachten. Mit jedem Sieg steigt der Radius seiner Herrschaft. So schafft Karl ein Imperium, das von der Nordsee bis nach Mittelitalien reicht und von den Pyrenäen bis an die Elbe. Aus seinem Frankenreich gehen später Frankreich, Deutschland und die Benelux-Länder hervor, die Kernstaaten der ersten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Lässt sich Europa nur gewaltsam einigen? Ein Chronist schreibt: Karl hat mit solcher Grausamkeit gewütet, dass man an seinem Geisteszustand zweifeln muss. Brennt das Dorf nieder! Karl will ein Imperium schaffen, nach dem Vorbild der Römer. Und wie die römischen Kaiser geht der Germane Karl nicht gerade zimperlich vor. Fast 20 Jahre führt er einen brutalen Krieg gegen die aufständischen Sachsen. Er will die Ungläubigen zwingen, den christlichen Glauben anzunehmen. Tausende Sachsen sterben. Es ist der vielleicht erste Massenmord Europas im Namen von Macht und Glauben. Um des Friedens willen unterwirft sich der Anführer der Sachsen, Widukind. Er lässt sich taufen. Karl hat sein Ziel erreicht. Ein Imperium, ein Glaube. Seine Vision von einem christlichen Europa. Man muss sich darüber klar sein, dass die Christianisierung Europas, wenn man davon sprechen kann, im Frühmittelalter nur von oben nach unten ging. Das heißt, man musste einen heidnischen Herrscher unterwerfen und damit konnte man die Annahme des katholischen Glaubens erzwingen. Es kann also gar nicht davon die Rede sein, dass Karl der Große ein besonders fanatischer
Verbreiter des christlichen Glaubens gewesen wäre, sondern es war eine Herrschaftstechnik. Ohne die Unterwerfung der Sachsen und die Christianisierung der Sachsen wäre ein lange im Konflikt mit den Franken lebendes Volk immer wieder als Basis für Aufstände in Betracht gekommen. Das musste Karl verhindern. Karl macht Aachen zum Mittelpunkt seines Reiches, zu einem zweiten Rom. Damit entsteht im Westen von Europa ein neues Machtzentrum. Eine klare Botschaft in Richtung Byzanz. Jetzt gibt es wieder zwei konkurrierende römische Imperien innerhalb der christlichen Welt. In allen Lebensbereichen will Karl das römische Erbe wieder auferstehen lassen. Aachen wird zur Schaltzentrale seiner Macht. Von hier aus schiebt der Frankenkönig sein ehrgeiziges Reformprogramm an. In Bildung, Kultur und Wissenschaft. Nach den Wirren der Völkerwanderung erlebt Westeuropa eine neue Blüte, die karolingische Renaissance. Sichtbares Zeichen dieser Veränderung ist ein neuer Baustil, der Westeuropa ein einheitliches Gesicht verleiht, die Romanik. Die mächtigen Bauwerke aus massivem Stein verbinden römische und christliche Bauelemente. Die romanischen Gotteshäuser ahmen die Säulenhallen der antiken Tempel nach. Karl startet eine Bildungsoffensive für die verwilderten Germanen. Dafür lehrt er Gelehrte aus England, Nordspanien und Italien an seinen Hof. Aus dem Barbarenhaufen soll eine römische Intelligenzia werden. Aber auch die eigene germanische Kultur wird gewürdigt. Die mündlichen Überlieferungen werden jetzt schriftlich fixiert. Und zwar erstmals in einer klar leserlichen Schrift, der karolingischen Minuskel. Unsere modernen europäischen Druckbuchstaben gehen auf sie zurück. Alles soll in Karls europäischem Reich vereinheitlicht werden. Latein, die antike Sprache der Römer, wird zur offiziellen Landessprache. Aus den regionalen Dialekten entwickeln sich ab dem 10. Jahrhundert die romanischen Sprachen. Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Franzosen reiten auf einem Cheval, die Italiener auf dem Cavallo. Und der Spanier sagt Caballo, abgeleitet aus dem lateinischen Wort für Gaul, Caballus. Westeuropa wird unter Karl erstmals zu einem Wirtschaftsraum. Um den Handel anzukurbeln, erlässt er die erste Land- und Wirtschaftsverordnung Europas. Das Controlling soll verbessert, die Produktivität gesteigert werden. Nichts wird dem Zufall überlassen. Auch der Obst- und Gemüseanbau erfolgt nach Plan. Die EU-Bürokraten scheinen sich einiges bei Karl abgeschaut zu haben. Wie viel für alle? Nur ein Denar. Lange vor dem Euro gibt es auch schon eine europäische Gemeinschaftswährung, den Karlsdenar. Immerhin, die Gurken dürfen sich damals noch so krümmen, wie sie wollen. Die Gründerväter der Europäischen Union idealisieren Karl als Vater Europas. Seine Gewalttätigkeit hat sie nicht daran gehindert. Karl wird sogar Namenspatron für einen europäischen Preis, den Karlspreis. Er wird seit über 50 Jahren an Menschen verliehen, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. Karl der Große war selbstverständlich nicht der Herr des ganzen westlichen Europa. Wichtig ist Karl der Große deshalb geworden, weil er in einem großen Reich zu starker Vereinheitlichung, kultureller Vereinheitlichung beigetragen hat, die natürlich eine Bezugsbasis für spätere europäische Kultur und Wissenschaft dargestellt hat. Das Erbe der Römer will der Frankenkönig in Rom selbst antreten. Im Herbst des Jahres 800 zieht er mit seinem Gefolge über die Alpen. Karl will das Reich der weströmischen Kaiser wieder aufleben lassen.
als Reich der Franken und, na klar, mit sich selbst als Imperator. Den römischen Papst macht Karl zu seinem Verbündeten. An Weihnachten im Jahr 800 erhält zum ersten Mal ein Germane die Krone der römischen Imperatoren. Karl begründet das mittelalterliche Kaisertum, das bald das oströmische Kaiserreich von Byzanz überragen wird. Die Macht in Europa verlagert sich erstmals vom Mittelmeerraum nach Westen. Charlemagne lui-même ne se considère pas du tout comme européen. Karl selbst sieht sich ganz und gar nicht als Europäer. Er sieht sich als Germane, der das Erbe des Römischen Reiches antritt. Das ist sehr wichtig. Aber das ist kein europäisches, sondern ein römisches Erbe. Außerdem beschränkt sich Karls Herrschaft auf ein Reich im Westen. Das ist ein Moment, der erst nachträglich als Vorgeschichte des zukünftigen Europas interpretiert wurde. Das moderne Europa hat viele Väter und Mütter. Aber Karl der Große verkörpert diese einmalige Mischung, die die Kultur Europas ausmacht. Sie ist römisch, christlich und germanisch. Es ist das Fundament des sogenannten Abendlandes. Na, hab ich's nicht gesagt? Doch. Ausgerechnet ein Nachkomme der germanischen Barbaren verschafft dem Römischen Reich ein Comeback. Et après tout ce remue-ménage des peuples, tout ce Capharnaüm, chacun reste finalement là où il est arrivé. War auch höchste Zeit. Im Mittelalter lassen es die Europäer so richtig krachen. Händler und Pilger verbinden die Menschen über Ländergrenzen hinweg und Europa wächst das erste Mal zusammen. L'Orient et l'Occident se rapprochent aussi, mais pas toujours pacifiquement, mais on verra ça la fois prochaine. Au revoir. Tschüss. Geprägten Westens und des griechisch geprägten Ostens Europas. Eine Zäsur, die sich in den folgenden Jahrhunderten vertiefen wird und die meiner Meinung nach die bis heute tiefgreifendste Teilung in der Geschichte Europas darstellt. Das Römische Reich lebt ausgerechnet dort weiter, wo Europa heute aufhört, in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. An der Nahtstelle zwischen Asien und Europa kommen damals neue Einflüsse hinzu. Hier prallen die Kulturen aus Orient und Okzident nicht nur aufeinander, sie bereichern sich gegenseitig. Istanbul ist heute islamisch geprägt. Aber 1000 Jahre liegt hier das östliche Zentrum der Christenheit. Griechische Kultur, römische Staatskunst und der christliche Glaube verschmelzen hier zu einer einzigartigen Kultur, der byzantinischen. Es ist Europas Erbe im Osten. Auch einer der ersten Väter unseres modernen Europas kommt aus Byzanz, Kaiser Justinian. Kein Adliger, sondern der Sohn eines Bauern. Im 6. Jahrhundert scheint es noch soziale Aufstiegschancen im Gefüge der Macht zu geben. Auch die Kaiserin Theodora stammt aus einfachen Verhältnissen. Dieses Dreamteam vom Bosporus wird das europäische Vermächtnis besonders prägen. Ganz Europa blickt mit Bewunderung nach Konstantinopel. Ungezählt sind die prächtigen Paläste, die Kirchen voller Goldschätze. Über Jahrhunderte setzt Byzanz Maßstäbe in Kunst und Wissenschaft und ist die Leitkultur auf dem Kontinent. Mit aller Macht wird das Reich gegen Eindringlinge geschützt. Ein ausgeklügeltes Befestigungssystem hält die Feinde aus dem Osten ab, die Perser, Hunnen oder Araber. Auf der Seeseite kommt die gefürchtete Geheimwaffe der Byzantiner zum Einsatz, das griechische Feuer.
Das Napalm der Spätantike brennt sogar auf dem Wasser. Im Schutz des mächtigen Reichs können sich die Germanen in Westeuropa in aller Ruhe entfalten. Ohne das Bollwerk Byzanz würde es die europäische Ordnung, wie wir sie kennen, womöglich nicht geben. Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches ist Konstantinopel die großartige Metropole geblieben, die sie schon damals war und die wir noch heute bewundern können. Konstantinopel war die größte Stadt, die größte Festung. Und das bis zur Eroberung durch die Osmanen. Letzte Sammlung des Kaisers wird in Europa im Mittelalter wiederentdeckt, im italienischen Bologna. Um die Texte zu studieren, wird die älteste Universität Europas gegründet, die Gelehrte aus allen Teilen des Kontinents anzieht. Ein Meilenstein auf dem Weg zum modernen Europa. Denn bis heute sind die Europäer über gleiche Rechtsnormen miteinander verbunden. Die Verbreitung des justinianischen Rechts, die von der Schule Bolognas ausging, hat in ganz Europa eine einheitliche Matrix eingeführt. Ein Fundament, auf dem sich die nationalen Gesetze entwickelt haben. So hat sich eine gemeinsame europäische Identität gebildet, die kontinuierlich das mittelalterliche mit dem modernen Europa der EU verbunden hat. Costante e continuo riconoscimento. Auch die Rolle der Frau in Byzanz mutet erstaunlich modern an. Die Kaiserin befehligt einen eigenen Hofstaat, verwaltet eigene Güter und mischt in der Regierung mit. So viel geballte Frauenpower weckt aber auch Neid und Hass. Im Palast werden pikante Gerüchte lanciert. Kaiserin Theodora habe in einem Bordell gestrippt, heißt es. Schamlos habe sie Justinian umgarnt. Die Pretty Woman aus Byzanz wird seine wichtigste Beraterin. Lieber würde er sich von Gott trennen, als von seiner Gemahlin, schwärmt der Kaiser. Hinter jedem starken Mann steht nun mal eine starke Frau. Bon, moi je dois dire qu'un empire dont les ficelles sont tirées par une ancienne stripteaseuse, je trouve ça assez progressif. Moi, je l'aime bien, cette Byzance. Naja, aber die wurde auch nur Kaiserin, weil Justinian einen Narren an ihr gefressen hatte. Von wegen Frauenquote in der Regierung oder so. Bah, des quotas de femmes, il faut surtout voir les résultats. Et c'est un fait que Théodora avait quelque chose à dire, sans oublier que Constantinople était l'une des métropoles les plus modernes en son temps. Mit einer korrupten Bürokratie und einem größenwahnsinnigen, dekadenten Kaiser. Wow, qui a tout de même construit quelques-uns des plus imposants monuments de l'Antiquité tardive. Pendant que côté ouest, les princes germaniques ont complètement laissé tomber l'héritage romain. Donc mieux vaut un peu de corruption pour une meilleure qualité de vie. Ich muss doch sehr bitten, ja. Von Friede, Freude, Eierkuchen konnte dort nicht die Rede sein. Am Ende musste Theodora ihrem Herrn Gemahl sogar richtig gehend den Arsch retten. Ah, tu vois, hm? Le pouvoir aux femmes, à Byzance. Girls Power! Girls Power! Yeah! Die Hagia Sophia war lange Zeit das größte Gotteshaus der Welt. Nach der Eroberung von Byzanz durch die Osmanen wurde sie eine Moschee. Heute ist sie ein Museum. Mit ihren Wiesen, Äckern und Wäldern. Hinter den Klostermauern entwickeln Nonnen und Mönche das medizinische Wissen der Antike weiter. Sie studieren die Wirkung von Heilpflanzen, kultivieren sie in ihren Gärten. Fenchel oder Kümmel bei Magenbeschwerden, Hopfen als Schlafmittel und Johanniskraut zur Aufhellung des Gemüts. Die Kräuterbeete liefern die Rohstoffe für die Apotheke der Krankenhäuser. Daraus entwickelt sich die moderne Kräuterheilkunde, die heute in Europa wiederentdeckt wird. Jahrhundertelang übernehmen die Klöster die Versorgung von Kranken oder Schwangeren aus den umliegenden Dörfern. Sie schaffen die Grundlagen für eine Infrastruktur, die erst im 18. Jahrhundert von den Städten übernommen wird. Die Benediktinerin Hildegard von Bingen wird mit ihren Werken zur Pflanzenheilkunde weltberühmt. Sie entdeckt sogar die entzündungshemmende Wirkung von Arnika.
Heute ein Allheilmittel in der Sportmedizin. Das Christentum wird zur Klammer, die die unterschiedlichen Kulturen in Europa zusammenhält. Doch im 8. Jahrhundert schickt sich ein Germane an, die fast schon vergessene imperiale Idee der Römer wieder beizumischen. Karl der Große. Schon zu Lebzeiten nennt man ihn Vater Europas. Der Franke legt den Grundstein für das mittelalterliche Abendland. Mit großen Ideen und mit dem Schwert. Er schickt seine Truppen in zahllose Schlachten. Mit jedem Sieg steigt der Radius seiner Herrschaft. So schafft Karl ein Imperium, das von der Nordsee bis nach Mittelitalien reicht und von den Pyrenäen bis an die Elbe. Aus seinem Frankenreich gehen später Frankreich, Deutschland und die Benelux-Länder hervor, die Kernstaaten der ersten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Lässt sich Europa nur gewaltsam einigen? Ein Chronist schreibt: Karl hat mit solcher Grausamkeit gewütet, dass man an seinem Geisteszustand zweifeln muss. Brennt das Dorf nieder! Karl will ein Imperium schaffen, nach dem Vorbild der Römer. Und wie die römischen Kaiser geht der Germane Karl nicht gerade zimperlich vor. Fast 20 Jahre führt er einen brutalen Krieg gegen die aufständischen Sachsen. Er will die Ungläubigen zwingen, den christlichen Glauben anzunehmen. Tausende Sachsen sterben. Es ist der vielleicht erste Massenmord Europas im Namen von Macht und Glauben. Fühlen Sie sich Ihren Göttern Wodan, Dona oder Freya besonders nah? Bäume sind ihre Heiligtümer. Ob daher die Liebe der Deutschen zu ihrem Wald herrührt? Heute opfern wir keine Tiere mehr. Das Abendland ist christlich geprägt. Wie konnte sich der Glaube durchsetzen? Das religiöse Erbe der Römer lebt vor allem in den alten Bischofsstädten weiter. Die Kirche hält hier die alte Ordnung aufrecht, wie auf einer Insel mitten im Chaos der Völkerwanderung. Doch dann geschieht etwas in der Bischofsstadt Reims, das Europas weiteren Weg entscheidend verändern wird. Dort, wo heute die Kathedrale steht, lässt sich der erste germanische Herrscher im Jahr 498 taufen. König Chlodwig, vom Stamm der Merowinger. Der Germane gelobt dem Bischof von Reims, die Glaubenssaat unter die ferner wohnenden Stämme auszustreuen, frisch und ohne Scheu. Er kann 3000 Franken überzeugen, mit ihm den Glauben zu wechseln. Dieser Schritt gilt als die Geburtsstunde des Christentums in Westeuropa. Bei der Taufe spielt auch politisches Kalkül eine Rolle. Der Pakt mit der römischen Kirche sichert auch Chlodwigs Herrschaft. Das Christentum wird in Europa zum einenden Band. Auch zwischen Westen und Osten. Die Taufe Chlodwigs war insofern bedeutend, als ich hier zum ersten Mal ein bedeutender, und zwar der bedeutendste westeuropäische Herrscher, das katholische Christentum angenommen hat und damit die Variante des Christentums, die der Kaiser von Byzanz praktizierte, sodass durch die Taufe Chlodwigs eine westöstliche Gemeinschaft des christlichen Glaubens im Zeichen der römischen Religiosität gestiftet worden ist. Auch wenn Chlodwig als Saint Clovis in Frankreich zum beliebten Heiligen wurde, als Vorbild für Nächstenliebe taugt er nicht. Mit blutiger Gewalt eint er die germanischen Stämme zum neuen Großreich Europas. Also ich weiß nicht, irgendwas hat der da missverstanden beim Planschen im Taufbecken, der gute Chlodwig. Disons qu'en se portant sur les fonds baptismaux, Clovis hat seine Hände nicht in Unschuld gebadet. Il s'en est lavé les mains. Bon, cela dit, il a quand même bien mérité l'Occident chrétien. Warum wird es eigentlich immer blutig, wenn sich Religion und Politik zusammentun? Bindung von Staat und Kirche im Westen suspekt ist, wird sie in Russland wieder gepflegt. Ja.
Zurück ins 6. Jahrhundert. Wie sieht's in Westeuropa aus? Die germanischen Stämme herrschen jetzt hier. Sie gründen Königtümer und tun das, was sie immer getan haben: sich gegenseitig bekämpfen. Ihre Minireiche blühen auf und zerfallen wieder. Da bleibt auch keine Zeit, die schönen Annehmlichkeiten aus römischer Hinterlassenschaft zu pflegen. Das Abendland liegt in Trümmern. Lieber ziehen sich die Barbaren in die Wälder zurück. Die meisten unserer Vorfahren sind Heiden. Unter freiem Himmel fühlen sie sich ihren Göttern Wodan, Dona oder Freya besonders nah. Bäume sind ihre Heiligtümer. Ob daher die Liebe der Deutschen zu ihrem Wald herrührt? Heute opfern wir keine Tiere mehr. Das Abendland ist christlich geprägt. Wie konnte sich der Glaube durchsetzen? Das religiöse Erbe der Römer lebt vor allem in den alten Bischofsstädten weiter. Die Kirche hält hier die alte Ordnung aufrecht, wie auf einer Insel mitten im Chaos der Völkerwanderung. Doch dann geschieht etwas in der Bischofsstadt Reims, das Europas weiteren Weg entscheidend verändern wird. Dort, wo heute die Kathedrale steht, lässt sich der erste germanische Herrscher im Jahr 498 taufen. König Chlodwig, vom Stamm der Merowinger. Der Germane gelobt dem Bischof von Reims, die Glaubenssaat unter die ferner wohnenden Stämme auszustreuen, frisch und ohne Scheu. Er kann 3000 Franken überzeugen, mit ihm den Glauben zu wechseln. Dieser Schritt gilt als die Geburtsstunde des Christentums in Westeuropa. Bei der Taufe spielt auch politisches Kalkül eine Rolle. Der Pakt mit der römischen Kirche sichert auch Chlodwigs Herrschaft. Das Christentum wird in Europa zum einenden Band. Auch zwischen Westen und Osten. Die Taufe Chlodwigs war insofern bedeutend, als ich hier zum ersten Mal ein bedeutender, und zwar der bedeutendste westeuropäische Herrscher, das katholische Christentum angenommen hat und damit die Variante des Christentums, die der Kaiser von Byzanz. Christliche Erbe, eine neue, entscheidende Zutat. Die Privatbeichte. Alle Christen sollen ihre Sünden bekennen und Buße tun. Vor Gott sind alle gleich. Auch Bischöfe und Könige müssen sich vor Gott rechtfertigen. Ein revolutionärer Gedanke, der in Europa erst viel später zum wirklichen Durchbruch gelangt. Columban und Gallus wandern weiter bis an den Bodensee. Auch hier hält das heidnische Abendland weiterhin hartnäckig an seinen Kulten fest. Aber die zugewanderten Mönche blitzen hier mit ihrer Mission erst einmal ab. Ausgerechnet das christliche Erbe, auf das sich viele Europäer heute gerne berufen, will damals niemand antreten. Da kann auch einem Mönch der Geduldsfaden reißen. Columban und Gallus sollen die Götzenbilder zerstört und im Bodensee versenkt haben. Derart ruppige Bekehrungsversuche sind damals nicht ungewöhnlich. Künftig hallt der Ruf der Glocke zum Gebet. Aber die heidnischen Europäer reagieren zunächst mit Verstimmung auf das schallende Glaubenszeugnis der Iren. Incroyable, franchement, là, j'ai mal à la tête. Ja, gut, wie du willst, aber gottgefällig ist es nicht. Ach, mais ça devait être étonnamment calme, l'Europe païenne. Ach,
Et puis alors, dès qu'une religion n'a plus qu'un seul dieu, il faut toujours qu'elle fasse un boucan pas possible. Et dalang, dalang, Allahu Akbar. Selbstverständlich, Klappern gehört zum Geschäft. So eine neue Top-Religion, die braucht auch eine entsprechende PR-Kampagne, zum Beispiel Glocken. Einfach, effektiv, genial, hat sich durchgesetzt. Enfin, si tu veux mon avis, ils étaient drôlement pénibles, ces deux Irlandais, là. Je me demande vraiment comment est-ce qu'ils ont réussi à conquérir la moitié de l'Europe de l'Ouest. La plupart des païens se sont convertis juste pour avoir la paix. Et alors, dès que les petits moines guerriers partaient, tout le monde ressortait sa religion et ses dieux d'avant. Bist du fertig? Jawohl. Hatten die sich vielleicht so gedacht, die Heiden? Aber die Glocke war gekommen, um zu bleiben. Und für das Heidentum brachen schwere Zeiten. Ça suffit la cloche, ça suffit la cloche. C'est quoi le mot magique? Ja und Amen. Europa hat sich an den heiligen Bim-Bam gewöhnt. Er gehört auch heute noch zum Sound of Europe. Bricht. Neue Grenzen werden oft mit Gewalt gezogen. Viele kleine Königreiche entstehen. Durch die Völkerwanderung bildet sich der typische kleinteilige Charakter Europas. Die germanischen Völker werden die späteren Nationen bilden. Die Franken bleiben im heutigen Frankreich, die Angeln und Sachsen in England und die Goten in Spanien und Italien. Aber im Osten überlebt ein Teil des römischen Imperiums. Die oströmischen Kaiser in Konstantinopel werden zu den Nachlassverwaltern des römischen Erbes. Und Augustulus? Der Kaiser Westroms wird gestürzt. Aber er darf ins Exil nach Neapel, inklusive Luxusvilla. Von wegen grausame Barbaren. Der Germane Odoaker erhebt sich zum König Italiens. Den kaiserlichen Purpurmantel lässt er nach Konstantinopel bringen. Von nun an entwickeln sich Ost- und Westeuropa auseinander. Das ist bis heute spürbar. Der gesamte Westteil des Römischen Reiches geht im Zuge der später sogenannten Völkerwanderung recht schnell unter. Im Gegensatz zum Ostteil. In diesem Moment beginnt die Teilung des lateinisch geprägten Westens und des griechisch geprägten Ostens Europas. Eine Zäsur, die sich in den folgenden Jahrhunderten vertiefen wird und die meiner Meinung nach die bis heute tiefgreifendste Teilung in der Geschichte Europas darstellt. Das Römische Reich lebt ausgerechnet dort weiter, wo Europa heute aufhört, in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. An der Nahtstelle zwischen Asien und Europa kommen damals neue Einflüsse hinzu. Hier prallen die Kulturen aus Orient und Okzident nicht nur aufeinander, sie bereichern sich gegenseitig. Istanbul ist heute islamisch geprägt, aber 1000 Jahre liegt hier das östliche Zentrum der Christenheit. Griechische Kultur, römische Staatskunst und der christliche Glaube verschmelzen hier zu einer einzigartigen Kultur, der byzantinischen. Es ist Europas Erbe im Osten. Auch einer der ersten Väter unseres modernen Europas kommt aus Byzanz, Kaiser Justinian. Kein Adliger, sondern der Sohn eines Bauern. Im 6. Jahrhundert scheint es noch soziale Aufstiegschancen im Gefüge der Macht zu geben. Auch die Kaiserin Theodora stammt aus einfachen Verhältnissen. Dieses Dreamteam vom Bosporus wird das europäische Vermächtnis besonders prägen. In der Renaissance will man das byzantinische Bauwerk noch übertreffen. Die Kathedrale von Florenz entsteht mit ihrer Superkuppel. Ausgerechnet die islamischen Baumeister machen die Mutter aller Kirchen zum Prototyp für ihre Moscheen. Islam und Christentum in trauter Harmonie. Ach, es könnte doch so schön sein. Der christliche Glaube aus Byzanz, die Orthodoxie, lebt heute in Griechenland und vielen slawischen Ländern weiter. Nach dem Fall von Byzanz erheben sich die Herrscher Russlands zu den Erben des östlichen Christenreichs und nennen sich Zaren, abgeleitet von Cäsar. Sie fühlen sich als Herrscher über alle orthodoxen Christen.
An dieses Großmachtsdenken will Wladimir Putin wieder anknüpfen. Mit Schützenhilfe des russisch-orthodoxen Patriarchen. Während die enge Verbindung von Staat und Kirche im Westen suspekt ist, wird sie in Russland wieder gepflegt. Zurück ins 6. Jahrhundert. Wie sieht's in Westeuropa aus? Die germanischen Stämme herrschen jetzt hier. Sie gründen Königtümer und tun das, was sie immer getan haben: sich gegenseitig bekämpfen. Ihre Mini-Reiche blühen auf und zerfallen wieder. Da bleibt auch keine Zeit, die schönen Annehmlichkeiten aus römischer Hinterlassenschaft zu pflegen. Das Abendland liegt in Trümmern. Lieber ziehen sich die Barbaren in die Wälder zurück. Die meisten unserer Vorfahren sind Heiden. Unter freiem Himmel fühlen sie sich ihren Göttern Wodan, Dona oder Freya besonders nah. Bäume sind ihre Heiligtümer. Ob daher die Liebe der Deutschen zu ihrem Wald herrührt? Heute opfern wir keine Tiere mehr. Das Abendland ist christlich geprägt. Wie konnte sich der Glaube durchsetzen? Das religiöse Erbe der Römer lebt vor allem in den alten Bischofsstädten weiter. Die Kirche hält hier die alte Ordnung aufrecht, wie auf einer Insel mitten im Chaos der Völkerwanderung. Doch dann geschieht etwas in der Bischofsstadt Reims, das Europas weiteren Weg entscheidend verändern wird. Dort, wo heute die Kathedrale steht, lässt sich der erste germanische Herrscher im Jahr 498 taufen. König Chlodwig, vom Stamm der Merowinger. Der Germane gelobt ins. Die römische Elite berauscht sich am Luxus. Kein Staatsmann, kein Kriegsherr, ein Kindkaiser sitzt auf dem Thron. Man nennt ihn spöttisch Augustulus, Augustelchen. Denn längst ziehen andere die Fäden. Wie der germanische Offizier Odoaker. Er wird zum Totengräber des Reichs. Odoaker dient wie viele Germanen in Roms Armee. Die Römer lassen andere für sich kämpfen. Und das rächt sich jetzt. Die Söldner reißen die Macht an sich in nur einer Nacht. Damit werden die Weichen für Europa neu gestellt. Von nun an ist nicht mehr Rom der Big Player in Europa, es sind Barbaren. So nennen die Römer abfällig die germanischen Völker. Wer sind diese Germanen? Woher kommen sie? Im 4. Jahrhundert fallen sie ins römische Imperium ein. Die Stämme der Goten, Alemannen, Franken und wie sie alle heißen, überqueren zu Tausenden Rhein und Donau. Denn die Hunnen, ein Reitervolk aus dem Osten, dringen mordend und brandschatzend bis in die Mitte Europas vor und lösen eine Massenflucht aus. Ein römischer Offizier berichtet: Wir gaben den Versuch, die Barbarenstämme zu zählen, bald als vergeblich auf. Diese germanischen Migranten sind die Vorfahren von vielen Europäern. Gehört Migration zu unserer Geschichte? Heute sind Millionen Menschen auf der Flucht nach Europa. Als Verzweifelte, nicht als Eroberer. Hinter ihnen liegen Krieg, Elend und politisches Chaos. Und Europa schottet sich ab, wird zur Festung. Da haben wir den Salat, eine neue Völkerwanderung. Oui, bon, sauf qu'à l'époque, les Germains n'ont pas vraiment demandé l'asile à Rome, à moins que... Die Römer hätten ihnen eh kein Asyl gegeben. Bah, de toute façon, ils l'auraient pas demandé. Ist schon interessant. Heute wollen alle nach Europa, so wie damals alle nach Rom wollten. Bah, en même temps, c'est normal. Si déjà tu dois fuir de quelque part pour sauver ta peau, autant trouver un endroit où tu peux vivre confortablement en toute sécurité. Außerdem, die Nachkommen dieser Barbarenstämme haben Rom im Mittelalter wieder ganz schön aufpoliert. Daraus wurde dann ja das Heilige Römische Reich. Avec une foi, une écriture et un droit, à la fin, c'est tout l'héritage culturel de l'Europe qui en est sorti.
Vielleicht sollten wir da mal wieder drüber nachdenken, in unserer maroden Europäischen Union. Ben oui, ça fait réfléchir. Mhm. Das Weströmische Reich ist Geschichte. Derart ruppige Bekehrungsversuche sind damals nicht ungewöhnlich. Künftig hallt der Ruf der Glocke zum Gebet. Aber die heidnischen Europäer reagieren zunächst mit Verstimmung auf das schallende Glaubenszeugnis der Iren. Auf, ihr Heiden, zum christlichen Gottesdienst! Incroyable, franchement, là, j'ai mal à la tête. Ja, gut, wie du willst, aber gottgefällig ist es nicht. Ach, mais ça devait être étonnamment calme, l'Europe païenne. Ah. Et puis alors, dès qu'une religion n'a plus qu'un seul dieu, il faut toujours qu'elle fasse un boucan pas possible. Et Allô, Akbar! Selbstverständlich, klappern gehört zum Geschäft. So eine neue Top-Religion, die braucht auch eine entsprechende PR-Kampagne, zum Beispiel Glocken. Einfach, effektiv, genial, hat sich durchgesetzt. Enfin, si tu veux mon avis, ils étaient drôlement pénibles, ces deux Irlandais, là. Je me demande vraiment comment est-ce qu'ils ont réussi à conquérir la moitié de l'Europe de l'Ouest. La plupart des païens se sont convertis juste pour avoir la paix. Et alors, dès que les petits moines guerriers partaient, tout le monde ressortait sa religion et ses dieux d'avant. Bist du fertig? Jawohl. Hatten die sich vielleicht so gedacht, die Heiden? Aber die Glocke war gekommen, um zu bleiben. Und für das Heidentum brachen schwere Zeiten an. Ça suffit la cloche, ça suffit la cloche. C'est quoi le mot magique? Ja und Amen. Europa hat sich an den heiligen Bim-Bam gewöhnt. Er gehört auch heute noch zum Sound of Europe. Mit den Klöstern erhält der Glaube hier eine neue Heimat. Wie in St. Gallen, das über dem Grab von Gallus errichtet wurde. Klöster wie St. Gallen werden auch zum Datenspeicher für das Wissen der Antike. Die Bibliothek ist die älteste noch existierende der Welt. Die Mönche horten seit dem Frühmittelalter abertausende Handschriften und Bücher, darunter auch die Werke antiker Autoren. Das Erbe Roms kann hier die Wirren der Völkerwanderung überstehen. Fast jedes Land in Europa hat seinen eigenen Apostel und Nationalheiligen. Der heilige Martin für Frankreich, Bonifatius für Deutschland, Method und Kyrill für Russland oder Willibrord für England.